Der RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen. RTF1 Comedy Spezial, Ute Landenberger und Michael Willkommen, jeder weiß es, die heißen die Kecherles. Herzlich willkommen in Tübingen, die Kecherles! Grüß Gott, ich bin Käthe, für die, die mich nicht kennen. Die Käthe Kechele. Und nachher kommt noch mein Karl Eugen. Ja, dass ihr ihn gleich kennt, wenn er reinkommt, der hat ungefähr so einen Ranzen und kaum ein Haar auf dem Kopf. Also der hat so ein bisschen deine Frisur. Bist du mit dem verheiratet? Hey, weißt du, was ihr mal seid? Jedes Haar eine Liebesnacht. Hast du alle bei ihr verloren? Hä? Also der Mai bei mir, das ist ganz sicher. Aber das ist ein anderes Thema. Und eigentlich verreisen wir jetzt und da freue ich mich so drauf. Und ich hoffe bloß, dass der Urlaub besser wird wie der letzte. Stellt euch einmal vor, wo mein Alter mit mir nachgefahren ist in Urlaub. Der ist mit mir an den FKK-Strand. Ja klar, da muss ich jetzt so viel Gepäck mitnehmen. Ja, aber ich habe zuerst gar nicht gewusst, warum. Hey, da sind alle nackt. Hast du das gewusst? Hä? Ich jetzt? Ja, da hat alle keine Hose, sogar ihr Saubube. Und was dann dir, Karlina? Ha? Ohne Hose, gauzige Wandre. Jetzt stell dir das einmal vor, ein nackter Mann mit T-Shirt, Rucksack, Socken und Schuhe. Kannst du das vorstellen? Ja, aber das kam noch viel schlimmer. Ich bin so da geguckt, ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wo nachgucken. Na, fangen die noch an und haben Sport gemacht. Jetzt haben die Volleyball gespielt. Gucken so ungläubig. Weißt du, da man zum Volleyball spielen ein Netz braucht? Stell dir das einmal vor, ein nackter Mann juckt am Netz alle ruf und nach. Ich denke, ja, du lieber Gott, Käthe, was tust du, wenn da einer hängen bleibt? Ja, ich habe noch gedacht, dann leistest du halt erste Hilfe. Und wenn ich noch da so geguckt bin und guckt dann, hey, ich kann es euch sagen, ihr Frauen, bei der eine und der andere hat es da dong, dong, dong. Hey, aber bei meinem hat es bloß da bling, bling, bling. Oh nee, also ich hoffe, dass der Urlaub besser wird, mein lieber Schwan, weil wir fliegen, wir gehen mit dem Flieger. Hoffentlich kommt der bald. Karl Eugen, jetzt komm doch. Oh je, guckt jetzt, das ist schon. Ha! Hey, da könntest du standen bleiben. Hä? Da könntest du schreiben, wer stirbt schon gerne unter Palmen. Es kommt die Grieweli Flieger. Mit dem Scheiß Last Minute. Ist doch ein Scheißdreck, so Last Minute Reise, oder? Was heißt denn Last Minute? Kannst du mir sagen, was das heißt? Last Minute heißt doch, der Alte schwätzt so lange auf den Ei, bis du nicht mehr weißt, um was es geht, oder? Ist das die Dein? Die schwätzt raus auf den Loder, ne? Komm schon, ehrlich, komm. Kann ich gehen? Am Schluss sagst du bloß ja, damit du deine Ruhe hast. Oder? So läuft das doch. Karl Eugen geht jetzt daher. Ja, halt Gott noch einmal. Und am Ende stehst du am Flughafen wie ich jetzt, verstehst du? Ich kann gar nicht daher, weil jetzt muss ich in ein Land fliegen, nicht? Da kostet ein Weizenbier 6 Euro. 6 Euro. Und es gibt keine Kuttler. Hör mal auf da.
Menschenskinder, Karl Eige, du weißt ganz genau, dass ich ans Fenster sitzen will. Ich weiß. Was machst du denn für ein Geschiss? Wir haben Platzkarte. Du, Dicker, hast du zu dem Freilein da draußen gesagt, dass ich ans Fenster will? Ja. Yep. Aber die hat mich nicht verstanden. Wieso, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, grüß Gott, Freilein, Lufthansa, mein Alte will rausgucken. Ja. Ja, was hat sie noch um Gottes Willen gesagt? Bitte? Was hast du noch zur Antwort gegeben? Danke. Oh. Mein Gott, bist du ein Bauer, echt wahr? Nein, ich bin Werkzeugmacher. Mensch, ich will jetzt, komm, wo muss ich jetzt da hinsitzen? Sag, wo muss komm, ich hinsitzen? Komm, mach doch keinen Schiss, du hast sogar noch einen Klick, du hast sogar noch einen Fensterplatz. Oh, Karl Eugen, du bist doch mein Schatz. Ja. Hey, wenn ich dich nicht hätte, Dicker. Ja, das wäre Freude, hä? Ja, ja. Wie meinst du jetzt das? Weil ich deine Arbeit hätte. Ah. Was lachst du so? Du musst nicht mitfliegen, verstehst du? Der gefällt bestimmt deine Wade. Ich habe gesagt, sie hat lange Hose. Und ich habe gesagt, sie hat lange Hose. Kollege, wir sind im Flugzeug. Ich freue mich ja so. Solange das scheiß Ding noch steht, gefällt es mir auch. Ja, wir, Digga. Hm? Ja, wir, gestern Abend hast du noch so eine große Klappe gehabt und hast gesagt, das macht mir nichts aus, das mache ich mit links. Ja, solange das Ding noch steht, ist okay. Ich mache mir Gedanken, ob das gut geht. Ob was gut geht? Jetzt sind unsere Koffer schon Übergewicht gehabt, jetzt hocke ich auch noch dahin. Mein Gott, Dicker, mach's wie immer. Wie meinst du das? Mach dir keine Gedanken. Gott sei Dank hockt so ein Hungerhaken neben mir, das ist wenigstens ein bisschen ein Gewichtsausgleich. Ich mein, meinem Dicker gang's Zäpfle. Hm? Was, Zäpfle? Oh, hast du Zäpfle dabei? Raus damit, komm. Herrgott, nein, das ist doch ein Kurzflug. Da gibt's nichts mehr zum Trinken. Wir fliegen doch bloß nach Mallorca. Wenn der liebe Herrgott hätte wollen, dass der Kerl Eugen fliegt, dann hätte er einen Flügel wachsen lassen. Der hat schon gewusst, warum er das nicht macht. Wieso nicht? Ja, hast du schon einen 2,5 Zentner schweren Wellensittich gesehen? Wenn dumm Rauschwätzer dick machen tät. Nee, lieber Mann, du. Kind, wette, du tätst vor, der fette Matt hat da vorne noch Platz. So sagt er. Du kann ich gehen. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Magst du es? Wo? Weißt du denn? Was macht die da vorne für Verrenkungen? Müssen wir jetzt Gymnastik machen? Karl Eugen, merkst du, wie dir Gas geht? Da ist auch eine Frau am Steuer, gell? Wieso soll eine Frau am Steuer sein? Aber kein Mann gibt dem Stand schon Vollgas, oder? Herrgott, ihr wollt schon wissen, was sie tut. Das habe ich am Anfang von dir auch gedacht, aber... Du, mich kannst halt nicht ärgern, das sage ich dir, gell? Jetzt lass ich gleich die Kupplung schnappen und dann... Bei so einem großen Fahrzeug, was die hat, hat die bestimmt eine Automatik. Obwohl, weißt du, im Kindergarten, wo ich noch klein war, da war mein Traumberuf auch mal Pilot. Ja, Flugzeugführer wollte ich werden. Du wolltest ja. Flugzeugführer werden? Ja. Ach komm, hör mal auf, du kannst wieder mal Fahrstuhlführer werden. Warum nicht? Ja, du hättest es schaffen, dich da noch zu verfahren und nicht nach dem Weg zu fragen. Müssen wir Gymnastik machen, guck mal, die macht so Verrenkungen. Ja, was so ist denn das? Immer macht sie noch Verrenkungen, sie hat es vorher schon gemacht. Was ist denn aber das? Aber das ist Stewardess, Digga.
Das ist Stewardess und die zeigt dir, wo der Notausgang ist. Guck da, wo sie näher zeigt, ist die Tür. Ja, hör auf, das bringt doch nichts. Ja, natürlich, du musst doch wissen, wo du rauskommst. Ach, jetzt hör auf, wenn in 8000 Meter schon mal einer zu der Tür raus wäre. Jetzt hör auf da. Mein Gott, Karl Eigen doch nicht in 8000 Meter, sondern bei so einer Notlandung, weißt du? So überm Wasser. Oder auf dem Berg. Oder im Gebirge oder so. Und du meinst, so kurz vor dem Aufschlag langt es da einem noch aus, hä? Ja, einem vielleicht schon, aber nicht. Hättest du was dagegen, wenn ich nachher neben dir sitze? Wie? Hä? Du würdest da rausspringen und mich mit dem Flieger nachfallen lassen? Ja, dann hat der Begriff Last Minute eine ganz neue Bedeutung. Wie meinst du das jetzt? Ja, es gibt Chancen im Leben, die kriegt man bloß einmal. Du musst ja bei mir ein scheiß Hundeleben. Wie bist du jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen? Es ist mir eingefallen, wie du gestern Abend wieder heimgekommen bist. Nachlegen auf dem Sofa und wartet, bis ich das Trinken anstelle. So gehört sich das aus. Schließlich bin ich der Mann im Haus. Moment! Das Männle vielleicht. Weil schließlich hab ich dich geheiratet, verstehst du? Ich hau den Bausparvertrag jetzt. Ja. Du hast einen Abschluss eingezahlt, habe ich nie. Glaubst, von manchen Fehlern hast du ein Leben lang. Bis glaubst du mir das? Kann ich gehen? Ja. Guck, jetzt zeigt sie, wo die Gasmaske rausfällt. Was? Da siehst du es! Gasmaske! Bis jetzt habe ich gedacht, du siehst bloß blöd aus, aber... Hör auf, vom Aussehen kannst doch du überhaupt nicht mitschwätzen. Was, ich bin ein ausgesprochener Frauentyp. Oder willst du mir da widersprechen? Na ja, sagen wir so, kennst du den Unterschied zwischen dir und einem Mofa? Nein. Ein Mofa kennt man wenigstens frisieren. Kennst du den Unterschied zwischen dir und einem Besen? Neu? Ich auch nicht. Karl Eigen, das Licht geht aus, ich glaub's geht los. Da oben leuchtet etwas, kannst du das lesen? Oh, Karl Eugen, ich glaube, du bist doch zu schwer. Wie kommst du da drauf? Da steht, Fasten der Sitz bellt. Karl Eugen, lupft, da ist bestimmt ein Sensor im Sitz. Karl Eugen, wenn du die Luft vielleicht gehst, das Licht aus und es mag keiner kommen. Du schwätzt doch einen Scheißdreck, Amina, glaubst du das auch? Wieso? Da oben steht auf Englisch, bitte anschnallen. Ha, so ein Krust, ein Amerikanischer. Ha, immer das ausländisch geschwätzt, das ausländisch, das ist doch ein Krust. Wenn 150 Schwaben nach Mallorca fliegen, schreibt man bitte Nabendler oder so etwas. Ha, oder? Und du hättest fast in der Sitzbelt. Ha, glaub ich, Ben. Was ist denn Elevay? Wir fahren schon. Ja, sonst könnten wir ja auch nicht starten.
tippert der immer schneller. Oh je, ich stehe. Scheiß Last Minute, wo ist denn da die Notbremse? Ich stehe. Jetzt habe ich 35 Jahre lang eine Rente einzahlt, jetzt ist alles hier. Oh, ist das schön, Karl Regen. Scheiß Last Minute. Wir fliegen und wir sind im Himmel, wir sind über die Wolke. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Teufel mal mit dem Flugzeug holt. Oh, oh, oh. Karl Regen, über die Wolke. Sind wir jetzt tot? Ja, Karl Regen, wir sind Engel. So ein Scheißdreck daheim stand nur zwei volle Kisten bei zu mir. Herrgott! Hey. Herrgott, jetzt reiß dich doch einmal zusammen, da guckt ja schon alles. Menschenskinder, du bist ein unmöglicher Dinger. Da lies einmal die Zeitung, die mir der schöne Kerle da vorne mit der Uniform gegeben hat. Und gib jetzt eine Ruhe. Glaubst du, ich sitze ans Fenster und sehe nichts? Herrgott, da brau. Karl Regen, ist das schön? Ja, leg's mir mal. Oh, Karl Egen, das ist ein Ausblick. Oh, du musst mal den Ausblick, du, da hat's Berge. Da hat's Berge, das stimmt doch. Hat's da Berge, du. Berge, Karl Egen, und die Täler. Die Täler sind fantastisch, fantastisch. Karl Egen, durch die Täler musst du mal wandern. Gern doch, gern. Heißt das schön? Ja. Hey! Sag mal, was guckst du denn da für einen Krust? Du hast gesagt, ich soll die Zeitung lesen, gell? Aber doch keine so nägende Menschen da, ich glaube, du spinnst. Obwohl, Appetit kannst du holen, Karl Egen. Aber eins sage ich dir, gegessen wird daheim. Guck mal, dir sieht so gut aus, hä? Ach komm, der ist doch nichts echt. Das ist doch wurscht, sieht trotzdem gut aus. Hat das alles Plastik? Na und? Du, also Karl Egen, wenn die mal stirbt, die braucht man nicht beerdigen. Wieso nicht? Ha, die nimmst, wie sie ist und du hast einen gelben Sack. Das ist doch. Ist mir wurscht, sieht trotzdem gut aus. Guck mal, die hat sogar ein Tattoo am Arschbacken. Ach, du weißt, so altmodisch bin ich jetzt. Bei so jungen Mädchen finde ich sie das klasse aus. Würdest du auch so ein Tattoo am Arsch packen? Hm? Das darf mir bestimmt auch gut standen. Hä? Nein, ich weiß nicht, aber ja, kein Bild, um Gottes Willen kein Bild. Wieso kein Bild, was noch? Eher so eine Aufschrift. Eine Aufschrift? Ja. So ja. Quer über den Arsch packen um Karl Eugens Küchenmaus. Also wenn ich die so angucke, dann mir auch was einfallen zum Tätowieren. Du, der Tätowierer kennt sich austoben. Der kennt über den ganzen Ranzen um kennt der schreiben. Der müsste immer mal kleine Buchstaben nehmen. Was soll er noch schreiben? Weibito. Bitte, was ist ein Weibito? Weibito. Was denn? Weizenbiertonne! Heute hast du gerade wieder genug geschwätzt, sagt er. Krank genug. Hey, aber habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass die Erna sich ein Schiffle auf die Brust tätowieren lassen hat? Ganz früher, wo ihr Dieter bei der Marine war. Ja, ja, Dieter hat es mir erzählt. Herrgott, muss die verliebt gewesen sein. Mag sein, aber weißt du, wie das heutzutage aussieht? Ich habe es noch nie gesehen. Aber ich. Was? Das sieht aus wie ein Schlauchboot, wo man die Luft rausgelassen hat. Wow. Aber apropos Aussehen. Hm? Es guck auch mal, wie die da vorne aussieht. Welche da vorne? Da hocken ungefähr 150 Weiber. Was soll ich jetzt wissen, wen du meinst? Hm? Die in der dritten Reihe mit dem roten Minirock. Ja, so ein Minirock sieht schon scheiße aus. Hm? Ach, das glaube ich, dass es dir gefällt, du Lustmolch. Was Lustmolch? Ich habe sehr wohl noch Sinn für Asthmatik.
Ästhetik heißt es, Ästhetik. Oder so. Ach, du kannst doch vom Aussehen gar nicht mitschwätzen. Was, ich weiß sehr wohl noch, was schön ist und was wie ist. Hä? Ach komm, das steht doch der alte Schachtel gar nicht. Alte Schachtel, im Gegensatz zu manch anderem Weib ist das da vorne ein exklusiver Geschenkkarton. Meinst du etwa mich? Nein, ich meine Martha, im Gegensatz zur fetten Martha bist du ja das reinste Schächtele. Jetzt hast du Glück, weil wenn du die Kurve ganz schnell kriegst, ist die Flugangst dein kleines Problem, das kann ich dir sagen. Was ist denn jetzt? Ja, ich stell mir bloß gerade die fette Martha im Minirock vor. Hör jetzt mal auf mit der Lästerei über Martha, das ist meine Freundin, das ist eine nette Person. Ja, ja, und so schön symmetrisch ist sie. Was? Na ja, aus dem Mittelpunkt in jede Richtung ein Meter. Hörst aber auf, gerade noch bist schlotternd im Sitzkant und jetzt hast du wieder ein freches Maul. Ja, vorher sind wir auf der Buckel nur geflogen, jetzt fliegen wir geradeaus. Ja, du weißt aber auch, dass es in so Höhen zu Turbulenzen kommen kann. Echt? Wann passiert das? Vornehmlich, wenn man mich ärgert. Was ist denn? Sag mal, was hast du da wieder für eine modische Ausfallerscheinung an? Was ist eine modische Ausfallerscheinung? Ach. Das habe ich mir extra für den Urlaub gekauft. Ach komm, gib auf. Ach, gib doch zu, das ist aus dem Rotkreuzsack, oder? Ach komm. Jetzt sei aber so gut, extra gekauft haben wir es, gell? Mein Gott, hey, was hast du da gekauft? Du weißt, ich sag dir eins, Rot-Kreuzack, das ist zwar runtergesetzt quer, dieses Teil. Aber bei dem Zahltag, wo du heimbringst, hast du ca. 8 Stunden dafür geschafft, dass du es weißt. Du bist halt verrückt, du kannst doch für so einen Fummel nicht so viel Geld ausgeben, das bringt doch nichts. Ich will auch schön sein im Urlaub. Ach, manche Weiber können nicht anziehen, was sie wollen, denen steht nichts. Sie widerspricht dich, also habe ich recht gehabt, oder? Nein. Was? Wenn ich dich so angucke, fällt mir auch was ein. Ja, was? Es gibt Männer, die können ausziehen, was sie wollen, denen steht auch nichts. Da kannst du mich nicht meinen, ich habe da kein Problem. Woher willst du das wissen? Was soll jetzt die Frage? Ja, meinst du, du magst, wenn sich unter diesem Ranzen was bewegt, oder? Hä? Kannst du auch mal von etwas anderem schwätzen? Ja. Ja. Ich habe dir schon erzählt, dass Anna und Dieter dieses Jahr nach Japan in Urlaub sind. Oh, die Spinne, das ist doch viel zu weit weg. Ach, Karl, ich gehe da morgen wieder, dass du keine Ahnung hast, das ist gleich ums Eck. Hör mal auf, Japan ist saumäßig weit weg. Ach, hör doch jetzt schon nicht wahr. Natürlich, wie kommst du da drauf? Bei mir schafft ein Japaner und er kommt jeden Tag mit dem Fahrrad ins Geschäft. Herrgott, noch einmal, du. Wo man die Intelligenz verteilt hat, warst du auch nicht da, gell? Und bei dir ist nichts mehr reingegangen. Was soll nichts mehr reingegangen sein? Weil alles voll war mit Stroh. Und was ist jetzt los? Was ist jetzt los, Käthe? Jetzt geht's noch runter. Hoffentlich weiß die da vorne, was sie tun. Digga, keine Angst, noch runter kommt mir immer. Käthe, mir wird so komisch. Das war bei dir noch nie anders. Käthe, mir kribbelt's überall. Was du jetzt? Mir kribbelt's. Wo? Überall. Kollege, kannst du auf das Kribbeln auf? Was? He? Ich hör dich nicht mehr. Ist nicht schlimm. Wenn du noch auf das Kribbeln aufpasst. Was für ein seliger Zustand. Ich hör dich nicht mehr. Ich hör sie nicht mehr. Kollege, das Kribbeln geht mit ins Hotel, das sag ich dir. Jetzt bin ich im Himmel. Herrgott, da laden wir so Kalle wie die jetzt rein. Was machst denn du da? Wer hat dich da reingelassen? Hä? Sag mal, merkst du, dass wir schon standen?
War ein schöner Flug, kann man nichts sagen, gell? Doch, war echt in Ordnung. Also Karl Eugen, ich gucke jetzt nach die Koffer. Und du passt auf, dass das Kribbeln da bleibt, wo es ist. Und ich kann ja auch sagen, weh, ihr vergeigt das Kribbeln, dann komme ich aber auf euch zurück, das sage ich. Hör mal auf, was machst du, wenn du so weit hast? Gefällt sie dir? Jetzt sag mal ehrlich, gefällt sie dir? Ja? Ja? Gefällt sie dir? Darfst du sie nachher mitnehmen? Dann weißt du was, du kriegst nur 20 Euro, aber dann musst du 14 Tage behalten. Wenn du so weit hast, was tust du da, gell? Da wirst du doch zum Tier, oder? Obwohl, du musst machen wie mein Nachbar. Mein Nachbar hat das ganz geschickt gemacht. Er hat sein Weib genommen und ist mit in Urlaub gefahren. Ziemlich weit weg sogar. Nach Südhessen, kennst du das? Ja. Und in dem Südhessen, da hat so eine alte Ritterburg gehabt. In dem Ritterburg war ein Hof, in dem Hof war ein Brunnen. An dem Brunnen war ein Schild, Wunschbrunnen. Dann hat mein Nachbar gedacht, ja gut, wenn ich im Urlaub bin, lasse ich mich nicht lumpen. Gell? Hat 20 Cent genommen, hat sie in den Brunnen reingeschmissen und hat sich was gewünscht. Dann hat er sich rumgedreht und hat sein Weib gesehen. Das ist für manche ein Erlebnis, ich weiß es. Hat er gedacht, okay, Urlaub, die kriegt auch 10 Cent. Jetzt ist das Weib nachgegangen, hat die 10 Cent genommen und will sie in den Brunnen reinschmeißen. Kriegt es Übergewicht und fliegt samt dem Geld der Brunnen ab. Dann hat mein Nachbar gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Ja. Ja. Wenn einer die Adresse will, ich habe sie dabei, die wird immer gern genommen. Aber kennst du den Ernst, mein Nachbar? Kennst du den Ernst nicht? Musst du ja sagen, dann geht's weiter. Ja? Kennst du Ernst? Ja, guck, ich sag's doch. Ja. Mein Nachbar, der Ernst, der ist die Mal mit mir auf dem Bänkle gesessen, haben wir ein Bier gesoffen. Machen wir öfters. Und er ist Busfahrer und hat gesagt, er habe jetzt so genug von den Weibern, er will jetzt umschulen. Sei Ernst, was willst du? Dann sagt er, umschulen. Jetzt tut es irgendwo jetzt einfach. Jetzt tut es wieder. Ja, das hat schon oft geholfen. Was muss ich jetzt machen? Nix. Ja, auf jeden Fall hat mein Nachbar gesagt, er schult jetzt um vom Busfahrer, weil er von der Weiber die Schnauze voll hat. Er hat gesagt, die schwätzt, wenn sie einsteigen, die schwätzt, wenn sie zahlen, die schwätzt, wenn sie mitfahren, die schwätzt, wenn sie aussteigen. Jetzt sei genug. Sei ernst, was willst du noch machen? Dann sagt er, er wird jetzt Pilot. Sei, was wirst? Sagt er, Pilot, Wurri. Sag ich, wie kommst du denn auf sowas? Sag mal, dann sagt er, da gehst du ins Flugzeug rein, machst hinter dir Tier zu und hast du Ruhe. Sag Ernst, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was alles passieren kann, wenn du Pilot wirst? Weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stürzt ab oder du stürzt nicht ab. Wenn du nicht abstürzt, hast du Glück gehabt, habe ich gesagt, Ernst, aber wenn du abstürzt, gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du überlebst es oder du überlebst es nicht. Sei ernst, wenn du es überlebst, hast du Glück gehabt, aber wenn du es nicht überlebst, gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Na ja, du kommst entweder in ein Familiengrab oder in ein Einzelgrab. Na sei, weißt, wenn du in ein Familiengrab kommst, hast du richtig Glück gehabt. Aber wenn du in ein Einzelgrab kommst, ernst, überlege mal, dann gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Da wächst entweder ein Busch aus der Raus oder ein Baum. Ja. Sei ernst, wenn du den Busch wirst, hast du Glück gehabt, echt. Aber wenn du den Baum wirst, dann gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Hey, ja, aus so einem Baum macht man entweder Papier oder Klopapier. Ja. Sei ernst, wenn du Papier wirst, sei froh. Aber wenn du Klopapier wirst, überlege mal, gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Du kommst entweder auf ein Haare-Klo. Ja. Ja. Oder kommst du auf ein Frauenklo? Es ist halt so, ne? Sei ernst, wenn du auf ein Herrenklo kommst, hast du richtig Glück gehabt, echt. Aber wenn du auf ein Frauenklo kommst, überlege mal, dann war die ganze Umschulerei umsonst, nicht? Aber, ja. Hey, komm. Dankeschön. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Kecherles, Ute Landenberger, Michael, willkommen. Der RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen.